Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich einen Revolver sauber mache. Hier am Modell unseres Vereinsrevolvers ein Taurus. Grundsätzlich vor dem Hantieren mit einer Waffe immer den Ladezustand der Waffe überprüfen. Sie ist leer. Sondern wie ihr jetzt sehen könnt, müsst ihr eigentlich ganz gut sehen, sie ist ziemlich dreckig. Sie wurde schon ein bisschen geschossen am Wochenende. Und das wollen wir jetzt alles wieder wegbekommen. So, bei einem Revolver gehe ich eigentlich hin. Ich nehme jetzt mal einen separaten Lumpen, den ich hier unten drunter lege. Einfach nur, um jetzt überschüssiges Öl aufzufangen. Und ich sprühe die Waffe großzügig damit ein. So, ich verwende hier Brunox. Ja. Und das lassen wir jetzt einfach einen kleinen Moment einwirken, damit der Schmutz in der Waffe sich jetzt lösen kann. Je nach Verschmutzungsgrad, je nach Waffensorte, sollte man das schon durchaus mal 10 Minuten oder so einwirken lassen. So, ich fange aber jetzt schon an. So, und ihr seht, der ganze Schmutz löst sich direkt ab. Ja, was dadurch bedingt ist, dass er noch relativ frisch ist. Und das Brunox hat eine sehr gute reinigende Wirkung. Na, ich löse erstmal den groben, überschüssigen, losen Schmutz hier in der Waffe. So, und das ist allein schon das, was ich jetzt nur an überschüssigen Schmutz rausgeholt habe. So, der nächste Step ist, mit der Drahtbürste, Messingbürste erstmal die Trommel zu reinigen. Dazu 3, 4, 5 Mal mit der Messingbürste durch jede Patronenkammer der Trommel gehen. Kurzer Kontrollblick. Jo. So, ich nehme dann die Nylonbürste, um jetzt einfach nur mit dem losen Schmutz einfach durchzulösen. So, und jetzt gehe ich eigentlich hin, weil man sieht, ich hatte es ja vorher schon mal sauber gemacht. Jetzt sieht man aber auch hier, was da für ein Schmutz alles rauskommt. Das wische ich natürlich auch erstmal weg. Wische auch mal hier vorne an der Trommelfront. So, und dann nehme ich wieder Patches und hole den groben Schmutz jetzt erstmal aus der Trommel raus. Das heißt, zwei, 4, 5. Und da sieht man auch, was da jetzt für ein Schmutz noch in der Trommel drin ist. Dann nehmen wir wieder ein Patch und wiederholen das Ganze. Diesmal mit ein bisschen Öl auf dem Patch. Und immer wieder ein bisschen mit dem saubereren Lappen durchwischen. In dieser Zeit, während man hier diese erste Reinigungstour macht von Trommel und Rahmen und Griffstück, hat das Öl die Möglichkeit, im Lauf seine Arbeit zu machen.
So, und dann gehen wir schon an den Lauf. So, beim Revolver haben wir natürlich jetzt ein Problem. Und das ist, ich komme mit einer Bürste nicht von hinten rein. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit vorne von der Mündung aus, was man eigentlich nicht unbedingt machen will. Aber bei einem Revolver hat man keine Möglichkeit. Und das ganze Ding langsam und vorsichtig. Und ruhig die Fingerspitze als Maß nehmen, dass man nicht hinten am Rahmen mit der Spitze von der Bürste anstößt. Aber die Bürste nach Möglichkeit immer komplett durchschieben. So, und dasselbe dann nochmal mit der Drahtbürste. Natürlich könnte man das jetzt auch mit einem Boarsnake machen. Aber da habe ich gerade im Moment keine Lust dazu. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier rund um den Konus ist jetzt auch einiges an Schmutz. Den wollen wir auch weghaben. Dazu nehme ich eine Messingbürste und bürste es einfach runter. Das macht man deswegen, um zu verhindern, dass sich irgendwelche Blei- und Tombakablagerungen rund um den Konus ansetzen, die gegebenenfalls zu einer chemischen Reaktion vom Metallgefüge dazu führen könnten, dass eine Beschädigung vorliegt. So, und dann wieder gerade den Dreck wieder runterholen, runterwischen. Und dann gehen wir wieder jetzt mit Patches durch den Lauf. Und auch hier wieder schön vorsichtig und langsam. Ja, ihr könnt hierfür Patches nehmen, ihr könnt Dochte nehmen, diese Reinigungsdochte, diese Dinger hier, wie ihr möchtet. Das ist euch überlassen. So, nochmal ein bisschen Öl auf dem Patch. So, ein Patch noch und dann haben wir es geschafft. So. Und das war's. Der Revolver ist sauber. Gerade nochmal das, was man jetzt nochmal überschüssig drauf hat, schön runterwischen, auch sicherstellen, dass damit ein leichter Ölfilm auf der Waffe drauf ist, um zu verhindern, dass irgendwie Flugrost oder ähnliches auf Stahl entsteht. Ja. Und schon haben wir einen Revolver gereinigt. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.